Das ist die Geschichte von Sascha und Anna aus Berlin. Sie haben Besuch von Sam aus Amerika. Sam kann nicht sehr gut Deutsch sprechen. Nick findet heraus, dass Sam sehr, sehr reich ist. Ist Sam in Sascha verliebt? Ist Sascha in Sam verliebt? Und in wen ist Nick verliebt? Hier ist die nächste Folge von Extra. Job. Stuntman. Alter? 20. Nein, 30. Das wirkt besser. Charakter. Zuverlässig? Selbstbewusst. Und nervenstark. Hier war das Problem. Möchte jemand schwarze, gekochte Eier? Nick, sind das deine Eier? Was? Ich hab's gewusst. Was machst du nur? Spinnst du? Oh, hi. Are my eggs ready? Meine Eier? Sam, deine Eier? Was machst du nur, Sam? Spinnst du? Sam, die Eier sind total schwarz. Möchtest du lieber Käse? Danke, Sam. Möchtest du lieber Käse? Was machst du an meinem Computer? Gar nichts. Tja, Ladies. Eines Tages werdet ihr sagen, Johnny Depp? Nein, danke. Brad Pitt? Nein, danke. Aber Nick von nebenan, der coolste Stuntman der Welt. Warst du ein Stuntman? Ja, klar. Ich habe einen Job übers Internet. Ich warte nur noch auf die Antwort. Ein Stuntman, das ist ja super. Was? Der coolste Stuntman der Welt? Auf einem Moped? Nein, Baby, auf einer coolen Harley Davidson. Wow, famous Stars. Oh, und viel Geld. Schau dir Claudia an. Ich will auch so ein Kleid. Genau das Richtige für mich. Wie viel kostet es? Mal sehen. Was? So viel? Ich bin Studentin. Das ist zu teuer für mich. Ich arbeite. Das ist zu teuer für mich. Wir können nicht mal die Rechnungen hier bezahlen. Wir haben nie Geld. Ja, wir brauchen mehr Geld. Mehr Geld, more money. Ah. Sascha, Anna, Sam. Psst, das ist ein Geheimnis. Sam, bist du das? Ja. Verstanden. Okay. Psst, don't tell the girls. Was ist ein Geheimnis? Ich muss euch etwas zeigen. Ja? Ja? Ich bin sicher, dass Anna und Sascha ein bisschen Geld haben. Die Klappe, Nick! Ihr wart immer sehr nett zu mir. Ja? Deshalb will ich euch Geld geben. Ja? Ich suche mir ein...
einen Job. Super. Das ist eine gute Idee, Sam. Ja, gibt es im Internet gute Jobs? Na klar. Hey, Sam! Was ist denn los mit dir? Du musst doch nicht arbeiten. Du hast doch Geld. Aber ich will arbeiten. Okay, hier, Jobangebote. Und, was steht da? Ein Job in einem Waschsalon. Sam! Nein. Hier, ein Job als Gärtner. Meine Pflanze! Oh, meine arme Pflanze! Nein. Und hier ist ein Job als Koch. Möchte jemand schwarze, hart gekochte Eier? Nein. Oh, warte mal, hier, das ist gut. Ein Job als Kellner. Ja, genau. Gut aussehende Kellner finde ich super. Hey, hast du gut aussehend gesagt? Hier bin ich. Nein, Nick. Sam soll als Kellner arbeiten. Kellner? Ja, klar, als Kellner. A waiter. Me? Ja. Hey, kein Problem. Ich zeig's dir. Super. Mom, guess what? I've got a job. Nadja, Sam will einen Job. Aber das ist sehr schwierig. Als was kann er arbeiten? In einem Waschsalon? Oh nein. Als Gärtner? Oh nein. Als Koch? Möchte jemand schwarze, hart gekochte Eier? Oh nein. Aber dann haben wir einen Job für Sam gefunden. A waiter. Me? I'm gonna be a waiter. Mom? Mom, are you okay? Ja, hallo? Ja, hallo, Stefan. Ja, wie geht's dir, Stefan? Heute Abend? Zum Abendessen? Ja, gern, Stefan. Ja, fantastisch, Stefan. Bis dann, Stefan. Das war Stefan. Nein. Er will mit mir essen gehen und über meinen neuen Job sprechen. Wer ist Stefan? Er ist Saschas Chef. Ja, er ist total reich. Und sehr intelligent. Was ziehe ich an? Ich habe nichts anzuziehen! Oh nein! Ich werde Stefan. Kann nicht mal Motorrad fahren. Ich hoffe, Sascha bekommt einen besseren Job. Aber ich habe gehört, dass Stefan einen Spitznamen hat. Nein! Oh. Welchen Spitznamen? Oktopus! Muss sie ihn alleine treffen? Nein! Sascha braucht Hilfe! Wir müssen ihr helfen! Yeah! Was soll ich sagen? Ich habe nichts zu sagen! Gut. Hey, ich habe eine Idee. Sascha, wir können doch alle hier zu Hause essen. Ja, wir können zusammen mit Stefan sprechen über deinen neuen Job. Hier? Nein, das geht nicht. Ich kann für euch kochen. Nein, das geht nicht. Oh, komm schon, Sascha. Bitte, Sascha. Ja, und ich. Ich bin der Kellner. I want to be your wife. A
aber mach keinen Unsinn. Stefan ist mein Chef. Ich schreibe Stefan eine E-Mail. Ah, kein Problem, Sascha. Wir haben alles unter Kontrolle. Du bekommst deinen Job. Ah. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Tisch für mich? Ja, ich habe einen Tisch für Sie. Möchten Sie hier sitzen oder da? Hier. Ja, bitte. Ah, okay. Die Rechnung. Nein, nicht die Rechnung. Die Speisekarte. Ah, die Speisekarte, alright. Okay, nein, nicht die Speisekarte. Was gibt es heute? Zu essen? Ja, zu essen. Ah, ja. Das Gericht des Tages ist Pudelauflauf. Pudelauflauf? Du meinst Nudelauflauf. Okay, Nudelauflauf. Aber was ist Pudelauflauf? Das hier ist ein Pudel. Pudelauflauf! Nudelauflauf? Pudelauflauf! Nudelauflauf! Hilfe! Na, wie läuft's? Ah, super! Nick ist ein super Lehrer. Ja, zeig es uns mal. Sams Café ist jetzt geschlossen. Oh. Ein Paket für Sascha Meyer und Anke Schmidt. Dankeschön. Sascha, schau mal. Für die liebe Anna von S? Für die hübsche Sascha von S. Wer ist S? Das muss Stefan sein. Was ist das? Sascha, schau mal. Das ist Claudias Kleid aus der Zeitschrift. Woher weiß er das? Oh, er ist so intelligent! Oh, und jetzt ist das nicht Claudias Kleid, sondern Saschas Kleid. Danke, Stefan! Oh. Sascha, dein Chef ist so nett! Aber warum hat er mir ein Kleid gekauft? Ich hab ihm eine E-Mail geschickt und von dir geschrieben. Great! Yeah, great! Tonight, Sasha's boss is coming round to talk to her about her very important new job. And to make things go smoothly, Nick and I are serving dinner. Schwesterherz, Stefan, mein Chef, kommt zum Essen. Fantastisch, Stefan. Er will über meinen neuen Job sprechen. Ich bin so nervös. Er hat mir sogar ein Kleid geschickt. Danke, Stefan! Sein Spitzname ist Octopus. Octopus! Igitt! Sam und ich werden ein nettes Essen für Sascha und ihren Octopus organisieren. Yes, I know I've never picked up a tray in my life. But Nick has trained me well. Wow! Heiß! Ja, Nick? Die Suppe. Heiß. Die Suppe ist
heiß. Danke, Sam. Hallo, Stefan. Sascha, da ist ja meine Prinzessin. Komm rein, Stefan. Sascha, du siehst fantastisch aus. Und du bist sicher Anna. Seid ihr Schwestern? Und eure Kleider, fantastisch. Oh, danke, Stefan. Danke. Keine Ursache. Es ist mir eine Ehre. Das hier ist Nick. Hi. Und das hier ist Sam. Aus Amerika. Aus Amerika? Hello, Sam. Hallo. Und wie geht's dem Präsidenten? Sehr gut, danke. Meine Eltern essen oft im Weißen Haus. Ah, ja. Und ist das ein gutes Restaurant? Nein, es ist das Haus des Präsidenten. Danke, Sam. Sam spricht nicht so gut Deutsch. Komisch. Also, Sascha. So eine schöne Wohnung für eine wunderschöne Lady. Das Essen ist fertig. Bitte, setzt euch. Hey, Sam, na los. Heute gibt es Stinkebrot mit Ei. Lecker! Mein Lieblingsessen! Stinkebrot mit Ei. Schinkenbrot! Oh, sorry. Schinkenbrot mit Ei. Der Typ ist gut. Wo habt ihr den denn her? Aus dem Weißen Haus? Stinkebrot mit Ei. Es riecht wie Stinkebrot. Also, Stefan, wollen wir über die Arbeit reden? Oh, Sascha, dein Lächeln ist so süß. Dein Lächeln ist total falsch. Ja, Sascha. Und mit deiner Figur wirst du auch viel Erfolg haben. Ja? Ich glaube, du bekommst einen besseren Job. Der zweite Gang. Hundesuppe. Was? Hundesuppe? Hühnersuppe. Oh, sorry. Hühnersuppe. Ich wette, es schmeckt wie Hundesuppe, was, Nick? Ja, das wäre schön. Ja, Sascha. Du willst also einen besseren Job? Ja, Stefan, also, Und wie sehr willst du einen neuen Job? Du Blöder! I'm sorry, man. Bring mir einen Kaffee, du Trottel! Trottel? Also, zurück zum Thema. Lass uns über dich und mich reden. Oh, Sascha, du hast so schöne Augen. Warte nur, du Schleimer. Der ist kalt. Ich will einen heißen Kaffee. Einen heißen Kaffee. Hot Coffee. Er will einen heißen Kaffee. Einen heißen Kaffee? Das hier wird ihm Feuer geben. Super. Man muss hart arbeiten für sein Geld. Hart arbeiten. Ah, geht! Du Idiot!
Willst du mich vergiften? Spinnst du? Sprich nicht so mit meinem Freund. Behalt deinen Job, du Schleimer, du Oktopus. Und die Kleider, die schicken wir zurück. Welche Kleider? Na, die hier, die hast du uns doch geschickt, oder nicht? Ich? Ich würde nie Geld für dich ausgeben. Niemals! Tschüss, Stefan! Du bist gefeuert! Zu spät! Ich kündige! Sorry, Sascha. Es tut mir so leid. Das macht nichts, Sam. Geld ist nicht alles. Hey, warte mal. Wenn Stefan die Kleider nicht geschickt hat, wer dann? Für die hübsche Sascha von S. Es ist nicht Stefan. Es ist Sam. Oh, du? Aber warum schickst du uns Kleider? Als Dankeschön. Oh, Sam, die Kleider sind total teuer. Woher hast du das Geld? Anna, Sascha, ich muss euch etwas sagen. Oh nein, jetzt geht das wieder los. In Amerika habe ich Geld. Ja, weil du in einem Museum arbeitest, ne? Ja, das Museum auf den Fotos. Ich wohne in einem Museum. Okay, ich glaube, er arbeitet in einem Museum. Ja, genau, genau. Und da hast du das Geld dafür gespart. Ja. Ja. Okay, wir schicken die teuren Kleider zurück. Aber vorher gehen wir aus in einen Club. Hey, Sam, nee, kommt mit. Ja, aber wohin? Ins Babylon. Nein, das ist total out. In den Energy Club. Ja, Sven fehlt mal letzte Woche auch. Nein. Jungs, wir gehen schon mal runter. Hey, Sam, du bist ein echter Freund. Weißt du, Geld ist wirklich nicht alles. Und was hast du mir gekauft? Warte mal. Ey, Mensch, Sam, das ist ja klasse! Warte mal. Er hat mir kein Motorrad gekauft. Tada! Er hat mir kein Motorrad gekauft. Danke, Sam. Das ist wirklich... It's okay, don't mention it. Komm! Ich nehm dich mit. Sag mal, Sam, willst du immer noch als Kellner arbeiten? Nein. Ich werde Stuntman. So wie du nicht. Stuntman! Mom? Have we got medical insurance? Jetzt heißt es Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber was passiert in der zweiten Serie von Extra? Verlieben sich Anna und Nick? Verlieben sich Sascha und Sam? Oder verliebt sich Nick in die Tarantel? Wer weiß, das dürft ihr nicht verpassen. Bis bald.